Hallo und willkommen bei einer neuen Aufnahme Space Engineers. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob Fraps hier. Ja, Fraps ist richtig eingestellt. Schön. Weil es nämlich sein hätte können, dass Fraps gar nicht mich aufnimmt, weil ich ja jetzt mit dem anderen Mikro, weil mein Headset ja kaputt ist und bla. So, was wollten wir machen? Mui wollte mit dem neuen Update aus. Oh, da war noch Luft drin. Wollte mit dem neuen Update rausfinden, ob wir denn die automatische Luftschleuse jetzt hinkriegen. Also ich möchte dabei nur einhaken, dass du, glaube ich, dein Mikro etwas zu nah dran hast. Okay, das musst du mir jetzt sagen, was besser ist. Ja, sag mal was. Ja, hallo, wir testen das mal. Viel besser. Schön, dann bleibe ich mal auf dieser Entfernung etwa. Solltest hier vielleicht mal so einen komischen Anti-Rausch-Puste-Filter-Dingsi besorgen. Warte mal gerade. Ja, ich weiß, was du meinst. Nee, wenn ich das jetzt einstelle, dann ist das blöd. Es gibt in meinem Dingstreiber dazu eine Möglichkeit. So, gut. Ja, du darfst jetzt rausfinden, wie das mit dem Teil funktioniert, während ich unten weitermache. Ich habe unten auch schon mal, wo ich das gerade sage, also ich habe zumindest die Wand schon mal ein bisschen weiter gezogen als beim letzten Mal. Du siehst jetzt auch alles hier, ja? Ich sehe hier eine Fensterscheibe. Warte mal, ich muss das Licht anmachen. So. Ja, sieht aus wie ein U-Boot-Bunker. Kommt man hier irgendwo rein? Ja, hier. Ist hier. Und das war ein hartes Schnorren. Oh, Verzeihung. Wo war der? Wo ist hier? Ja, hier auf der Höhe, wo ich gerade stehe. Ah, hier. So, hört man mich so auch noch gut? Weiß ich nicht, sag mal was. Das sollte das Schnauben zumindest einigermaßen. Ja, viel besser. Korrigieren. Okay, ja, dann mein Plan ist jetzt hier unten halt alles abzudichten dann. Und da mache ich auch gleich mal weiter. Ich muss mal kurz da könnten wir ja direkt mal die neuen Innenräume für testen. Komme ich da dran? Jawohl. Ach, ich habe ja noch ein paar, okay. Genau, da muss ich mal direkt gucken. Du hattest ja ein, zwei neue. Genau, ich habe ein paar neue Mods eingebaut. Die Death Star. Ich habe hier gerade keinen Sound mehr beim Platzieren von Blöcken. Ich hoffe, kann ich nur an zu sagen. Ich glaube, das liegt an meinem Kopfhörer. Ich hoffe mal. Ach, das war jetzt ja Blödsinn. Ich brauche die Blöcke ja. Nee, die brauche ich gar nicht. Doch, die brauche ich noch. Warte mal. Entscheide dich halt. Naja, ich brauche die noch für was anderes. Und ich habe keinen Bock, ständig hin und her zu rennen. Hattest du nicht diese komischen anderen Blöcke auch noch geladen? Diese internen Blöcke? Ja, die sind unter. Also, wenn du ganz weit unten runter scrollst, die SL. In, also SI oder SL, Corner, Wall und Straight Wall. Super, Conference. In welcher folgt Rubrik drin? Ich weiß gar nicht, ob die in irgendeiner besonderen Rubrik drin sind. Ich habe die jetzt nur bei alle Blöcke gefunden. Ich guck grad mal. Bei große Blöcke sind die nicht mit drin, scheinbar. Die sind mir auch nicht bei alle Blöcke drin. Ich sehe die nirgends, ich habe nur die Todessterndinger. Ja, weil Mui ja immer meint, unsere Station sieht aus wie der Todesstern, habe ich mir auch mal diese tolle Death Star Interior Mod geholt für die Türen. Die sind genau zwischen den Todesstern-Sachen und der Boarding Ramp. Ansonsten gib einfach bei der Suche einfach mal Wall ein. So, was will ich denn hier jetzt setzen? Es tut mir leid, das ist nicht so. Ach wohl, doch, da sind sie, da sind sie. Ja. Ist das dann luftdicht? Die brauchen wahrscheinlich einfach das gleiche wie die interne Panzerung, ne? Ich hoffe, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Gucken wir doch mal. Wenn ich direkt mich an die Arbeit mache. Damit könnte man wunderbar einen rasenden Falken bauen. Hä? Was ist los? Todesstern-Interieur. Nein! Ach, ich verstehe, ja. Oh, die haben die falsche Farbe, die Blöcke. Ja, irgendwie wurden meine Farben auch zurückgesetzt. Das ist ein bisschen dumm. Gibt jetzt schon mal was, ne? Weil jetzt unser. Nein, jetzt ist unser geiles Orange weg. Und ich krieg hier nicht mehr dasselbe. Ist das das hier gewesen? Nee, das ist ja weiß alles. Ich krieg hier nicht mehr dasselbe Grau. Wie wir da an der Wand hatten. Welches Grau?
Na, das, was da halt an der Wand ist. Es gibt zwei Grautöne, weißt du, ne? Ja, aber ich krieg's halt trotzdem nicht mehr raus. Ach, das ist blöd. Ja, ich mach das jetzt einfach neu. Ist ja schnell gemacht. Ja. So, Achso, hier ist eine Fensterscheibe. Wer hat hier eigentlich eine Fensterscheibe gemacht? So, ich sollte mich um die Luftschleuse kümmern, dann kümmere ich mich mal um die Luftschleuse. Kümmere dich mal. Man kann natürlich auch theoretisch extra so ein Muster hier lassen. So, wie, ist das jetzt auch irgendeine Mod oder wo hast du das mit der Luftschleuse her? Die Luftschleuse gehört zu den ganz normalen Updates. Okay, und wie soll das gehen? Du kannst bei der Luftschleuse jetzt einen Knopf auswählen, konfigurieren. Und dann kannst du da irgendwie was mit verbinden. Ich habe aber noch nicht durchschaut, wie das funktioniert. Ja, super Urlaub. Das hätte ich mir doch lieber vorher in aller Ruhe angeguckt. Das habe ich da jetzt keinen Bock mehr, hier in-game reinzufuchsen. Yeah, gucken wir mal. Dann darfst du theoretisch alternativ auch gerne unsere Türen innerhalb der Station da durch Todessterntüren ersetzen. Jetzt muss ich erst mal gucken. Damit dein Traum wahr wird. Ich fürchte, ich muss jetzt noch eine Bodenleiste einziehen. Ach, aber ich habe mir ja unsere Farbe markiert. Ich bin ja ein Fuchs. Zumindest glaube ich, dass ich das habe. Nein, das kann unmöglich stimmen. Okay. Ja, ich bin raus. Keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich sehe jetzt gerade gar nichts. So, was wollte ich jetzt machen? Ja, dann mache ich das mit den Türen mal. Mach das mal. Was ist das hier? Ja, ich habe unsere Farbe wiedergefunden. Was steht denn da? 230, 23 muss das sein. So, ich lasse erstmal die Luftschleusentüren offen, ja? Nur, dass du Bescheid weißt. Ja. So, hier brauchen wir noch... Verzeihung. Nicht schlimm. Brauchen wir nochmal Boden. Und dann kommt diese Tür jetzt weg. Wie das in meiner Vorstellung ist. So ist es auch auf jeden Fall dann hinterher luftdicht. Du atmest übrigens immer noch ins Mikro. Ich fürchte, es wird sich jetzt nicht vermeiden lassen, weil... Warte mal, ich kann... Rums, wenn ich das Mikro vielleicht so von oben... So als so eine Art... Keine Ahnung, ich weiß ja nicht mal, was du da machst, was du da genau gemacht hast. Ach, das soll mich doch mal hier... Die soll mich doch mal hier am Hobel deuen mit den blöden Grautönen. Hörst du mich noch so gut, oder? Ich höre dich, ja. Aber ja, gut oder leise oder... Ich höre dich, ganz normal. Okay, dann bleiben wir jetzt einfach dabei und so sollte ich auch nicht ins Mikrofon schnauben. So. Oh, da draußen fackelt schon wieder irgendwas. Ja, ich glaube, ich muss die Geschütztürme nochmal umstellen. Ja, das solltest du vielleicht tun. Hier ist nämlich... Warum kann ich das nicht machen? Eine Förderleitung ist hier auch... Hier sind auch zwei Förderleitungen im Eimer. Okay, was kann ich hier... Was braucht der jetzt noch? Noch viele Motoren... Und Zeige... 20 Hersteller. Probieren wir einfach mal mit dem Bauschiff das zu reparieren. Oh, bam. Da bin ich irgendwie kollidiert. So. Die Komponenten haben wir offensichtlich nicht dabei. Nee, haben wir nicht dabei. Toll. Was hat er denn da gerade eben geschweißt? Wir brauchen auf jeden Fall Motoren.
Panzerglas. Irgendwas mit Herstellungskomponenten war ja. So, hier ist jetzt also eine Tür. Hätten sie ja ruhig noch ein bisschen mehr Liebe reinpacken können. Das Ding ist ja quasi. Nein, und das ist in die falsche Richtung. Sieht nach unten auf. Ich soll aber nach oben aufgehen. Computer müsste ich doch eigentlich hier reingepackt haben. Wieso will er das denn dann nicht reparieren? Also wieder alles absägen. Was soll das hier? Müssen wir das halt von Hand machen. So, also notiz an mich, wenn der Knopf hier rechts ist, okay. Was soll das denn? Ist hier irgendwie der Besitzstatus falsch eingestellt? Was denn? Ja, die Oxygen Farm war falsch eingestellt, deswegen hat die. Haben die Geschütze das einfach von Hand beschossen. Okay. Boah, wieso tut er denn die Sachen da nicht automatisch rein? Irgendwie ist hier was ganz durcheinander. Panzerglas. Nee, 40 brauchen wir ja. So. Gut, also nochmal die Tür. Ja. Da. So. So auch immer die auf niemand eingestellt war als Besitzstatus. Jetzt ist es richtig rum, glaube ich. So, jetzt ist die Sauerstofffarm wieder in Betrieb. Oh, ist ein bisschen eng hier drin für das Bauschiff. Nee, jetzt! Immer schön, dir bei der Arbeit zuzuhören. Ja, nee, ich krieg einfach keinen Sound da beim Platzieren von Blöcken. Okay. Na ja, gut, ich muss gestehen, ich habe den bei mir so leise runtergeregelt, also. Ich merke das sowieso nicht. Und ich brauche Saft. Hm. Vorher testen wir, ob die Tür richtig ist. Ja! Allerdings finde ich, sollte die schneller gehen, die geht viel zu langsam. Gehen wir die Stahlplatten aus. Alter, das ist doch hier irgendwie hier gerade der Wurm drin. So, gib mir das. Hier oben müssen wir die Reihe auch noch eins länger machen. So, jetzt noch die Tür hier, ja. Wollte ich gar nicht. So, die machen wir mal eben von Hand, weil das Bauschiff da eh nicht drankommen wird. Oh, verdammt. Ich bin ja ein kluges Kind hier. Was habe ich natürlich vergessen? Ich weiß es nicht. Na, unsere Uhr. Oh. Dann sagen wir mal, wir geben der Folge jetzt noch 10 Minuten. Ja, machen wir so. So, eine Tür habe ich eingebaut. Sieht ganz okay aus. Diese Begeisterung. Ja, das Problem ist einfach mal, dass sie einfarbig ist und zwar zu 100%. Warte, ich will es mir mal angucken. Und ich persönlich finde, also lieber Modder, falls du das hier siehst, woran ich nicht glaube, die Animation ist viel zu langsam. So, guckst du, weißt du? Das ist viel zu lahm. Vor allem hat sie nur. Ach nee, da ist das Kontrollfeld. Okay. Ja. Doch, doch, das ist hier so an der Seite. Das ist immer auf der rechten Seite. Jo. Und das ist halt. Sorry, also das muss mindestens schwarz-weiß sein. Kann man die einfärben? Hab ich nicht probiert.
Warte mal. Na los, lass mich da. Sieht eher nicht so aus. Nee. Ja, dann war eine nette Idee, aber hat nicht den erwünschten Effekt. Ja, ich würde es fast erstmal drin lassen. Vielleicht kommt das die Tage. Du hast aber auch die aus dem Death Star, der nicht mit Old markiert ist, ne? Achso, nee, da sind gar keine drin. In Old sind sowieso keine drin. Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Ja. Was ich auf jeden Fall auch testen will, sind die Beleuchtung. Diese komischen Wandpaneele. Ah ja, Fake Light. Die werden aber kein Licht abgeben, wenn die schon Fake Light heißen. Achso, und das sollte ich vielleicht noch erwähnen für Zuschauer, die auch selber spielen eventuell. Die Mods findet man natürlich alle im Workshop, also wir sind da auch nicht so kreativ beim Raussuchen, sag ich mal. Wir gucken einfach nur. Ich hab da schon. Quatsch, erzähl doch nicht, die sind alle von uns. Nein, wir haben natürlich da uns einfach beim Workshop bedient und geguckt und meistens gucken. Also, ich habe auch schon mal gesucht nach Star Trek Mods, die habe ich auf einer anderen Map auch schon mal ausprobiert, aber Mui ist ja partout gegen einen Warpkern. Nee, ich bin dagegen, dass wir so weit modden, dass es sozusagen das Spiel verändert. Also ästhetische Mods sind okay, aber... Ja, aber selbst da wird es dann irgendwann grenzwertig, finde ich, wenn es halt zu wild wird. Wir hatten ja letztens eine, die hat quasi ein komplett neues Spiel daraus gemacht, was Elemente angeht. Die Azimuth-Mod. Genau. Ja, da war dann sehr... Das war halt vom Element her ja dasselbe, nur... ganz anders, so vom optischen her, ne? Ja. So, ich werde dann mal ganz kurz gucken, wie das aussieht. Ich finde das mal am besten mal dran. Ich bin sehr gespannt, ob man hinterher im Video die Sounds, wenn ich einen Block platziere, hört. Hier. So, aber hier habe ich es jetzt endlich so, dass ich da das einbauen kann, was ich schon die ganze Zeit, wo ich mich schon die ganze Zeit drauf freue, nämlich das Large Gate. Das müsste doch hier genau reinpassen. Echt? Ist das nicht drei? Hat das nicht eine Dreierbreite? Verdammt. Verkackt. Mach mir doch nicht meinen schönen Plan kaputt. Ja gut, dann muss der die Gangway hier halt Dreierbreite kriegen. Ist mir doch egal. Ach, das mach ich. Weil ich noch nicht verstanden habe, warum du hier überhaupt irgendwas hingebaut hast. Also dieser Korridor hier hat absolut keine Daseinsberechtigung. Welcher Korridor, den ich gerade baue? Ja. Doch, der hat eine Daseinsberechtigung, nämlich wird das hier unten ja auch alles luftdicht gemacht. Ja, aber wozu, warum ist dieser Flur so riesig? Weil da eventuell später noch weitere große Reaktoren an die Seite kommen könnten. Also, das ist natürlich alles unter der Voraussicht, dass das mit den Planeten noch eine Weile dauert und wir die... Nein, also das können wir erstmal außen vor lassen, aber... Warum ist dieser Flur so breit? Hier kommen doch überhaupt gar keine Generatoren hin. Warum willst du hier Generatoren hin tun? Dafür haben wir doch die Reaktorkammer direkt daneben. Ja, und die könnte eventuell zu den Seiten verbreitert werden. Und der Korridor hier hat reine ästhetische Funktion. Okay, das sieht nämlich furchtbar aus. Findest du? Ja, finde ich. Das ist ja dein gutes Recht. Ja, ich habe recht. So, probieren wir doch mal, wo packe ich denn das mal am besten hin? Wo die Sonne nicht scheint. So. Sieht das doch schon mal eher kacke aus. Toll. Erstmal schweißen. Oh, komme ich zu dem Bauschiff hier überhaupt noch raus? Ja. Na toll, ich ahne es schon wieder. Was? Ich liebe ja Mods, an die man nicht rankommt, weil sie irgendwie... Ja, nee, ficken. Gut, also... Ich kann allen Zuschauern direkt schon mal sagen, diese komische Todessternmod könnt ihr alle ziemlich in der Pfeife rauchen. Es ist vor allen Dingen erstmal ziemlich lieblos gemacht. Oder nicht sehr sinnvoll. Ja, toll, ich komme jetzt hier nicht dran, oder was? Wollt ihr mich jetzt verarschen, oder wie? Bei diesem Fake Light, oder was? Ja, ich kann das Fake Light nicht anwählen. Jetzt muss ich den Würfel dahinter wegmachen. Was ist denn das für ein Scheiß? Da liegt interne Panzerung rum. Ja, ich weiß, weil es jetzt abgefallen ist.
Das da oben oder was? Ist das das Fake Light? Ja, und ich kann aber nichts daran machen. Ich kann das nicht anvisieren. Ja, ich auch nicht. Also scheiße ich jetzt einfach drauf und dann wird die Wand zersägt, bis es wieder abfällt. Und dann lassen wir es sein. Also die Star Wars Mod kann man sich sparen. Warum geht das denn jetzt nicht ab? Was soll denn der Scheiß? Warte mal. Okay. Jetzt ist es jetzt runtergefallen. So, jetzt habe ich hier auch mein Large Gate. Aber in welcher Farbe soll das denn? Rosa. Oder weiß. Ich hab das so gewollt. Hast du es jetzt rosa gemacht, oder? Natürlich. Ja, wieder klar. Bei sowas hörst du dann auch nicht, ne? Ja. Geh weg. Ich will nicht schmeißen. Das Problem ist, dass ich jetzt nicht an das Bauschiff rankomme, denn im Gegensatz zu den Türen, die ja, wenn man sie setzt, offen sind und man deshalb da durchlaufen kann, ist das Large Gate geschlossen, wenn man das platziert. Ja, hast, um es mal so salopp zu sagen, verkackt. Ich wusste das ja nicht, aber freust du dich über deine rosa Tür hier? Sieht scheiße aus. Was braucht die denn noch hier? Ich reiß dann auch oben mal die Star Wars Tür wieder raus. Die hat nämlich einen elementaren Nachteil, du kannst nicht durchgucken. Ja, dafür haben wir doch extra unsere durchsichtigen Interior Doors. Genau. Metallgerüste, 20 Stück. Tja, also lieber Star Wars Modder, modelltechnisch gut, ich erkenne es definitiv wieder, aber das war's dann auch schon. Da muss noch eine Textur drüber. Da fehlen zum Beispiel die weißen Lichter. Nein, fuck. Was hast du getan? Dieses Large Gate ist verkehrt rum. Inwiefern denn? Ja, die Kontrollpaneele sind oben. Oh. Nein, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Das kann doch jetzt nicht dein verdammter Ernst sein. So, geht doch. Ja, und lieber Star Wars Modder, du solltest an der Hitbox, was auch immer, arbeiten. Man kann nämlich deine Teile nicht anvisieren. Das ist ziemlich dumm. Hier steht hier jetzt eine kleine Mauer. Hier scheint was gehörig durcheinander zu geraten. Was sieht denn, wenn ich das Teil hier... Ah, da ist die Hitbox von dem Ding. Okay, es kam jetzt irgendwie aus dem Nichts interne Panzerung dazu. Das ist zwar schön, aber irgendwie komisch. Das war ich. Nein, nein, als ich das Ding abgebaut habe hier, das Large Gate. Ich glaube, das setzt die einfach automatisch dazu, damit an den Seiten was ist. Lustig. Toll, jetzt ist hier viel zu viel gegröselig übrig geblieben. Okay, also nochmal das Large Gate und diesmal setzen wir es bitte richtig rum. Nee, nicht so. Hallo? Boah, das ist so beschissen zu platzieren. Also einmal so, so. Jetzt stimmt auch das. Dann machen wir jetzt noch die richtige Farbe. Bei der ich immer noch keinen Sound kriege. So, jetzt schweißen wir es einfach mal. Echt jetzt? Und unsere Zeit ist um. Dann werde ich noch das Gate hier zu Ende schweißen eben und dann sind wir glücklich. So, jetzt haben wir's. Da müsste sogar das Bauschiff durchpassen. Das macht auf jeden Fall ein schönes Geräusch. Hat der Modder sich, also dieser Modder hat sich mehr Mühe gegeben. So, mal gucken, passen wir da durch mit unserem Ding? Naja, es ist ein bisschen Manövrierarbeit, aber komm mal gucken. Sekunde, ich habe hier gerade zu tun. Ich muss jetzt erstmal die Tür hier schweißen. Ja, aber die Zeit ist doch um. Ja und? Ja gut, dann darfst du es dir in der nächsten Folge ansehen. Uah. Ich wünsche euch was. Ja, ich auch. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. So.